Was gab man aus die Fighter Hose, die auf Dokkan Battle Global und JP gab es ein Data Download. Unter anderem wissen wir auf Global, wann die Charaktere rund um Transforming Goku und Majin Vegeta erscheinen werden. Und beide Versionen bekommen neue Missionen für das Legendary Goku Event. Richtig geil, Freunde. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Wenn euch das Ganze am Ende gefällt, gerne ein Like lassen. Falls ihr neu da seid und das Ganze unterstützen mögt, auch gerne ein Abo da lassen. Wir sind kurz vor den 35.000 Abonnenten. Vielen lieben Dank. Die Charaktere rund um Majin Vegeta und Goku erscheinen auf Global bereits morgen, Freunde. Nämlich morgen ab 8.30 Uhr morgens unserer Zeit. Falls ihr summen werdet, wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt schon mal sehr viel Glück. Ich werde morgen auch summen in Stream. Ich streame auf Twitch. Osiru Stones, der Link ist in der Beschreibung, könnt ihr gerne abchecken, Freunde. Wir haben lange nicht mehr in den Streams gesammelt, deswegen mache ich das morgen. Ich lasse es euch aber auch morgen auf den Social Media Kanälen bzw. auf YouTube selbst wissen, bevor ich live gehe. Aktuell habe ich vor, dann morgen Nachmittag, mittags online zu gehen, aber ich werde euch auf jeden Fall rechtzeitig informieren, sage ich mal. Außerhalb davon bekommt noch der Strength Hit und Kaba ein Dokkan Awaken, nämlich ab dem 15.05. um 8.30 Uhr morgens unserer Zeit. Dort wird auch dann das Strength Banner online kommen auf Global und die Boys werden ihr Awaken bekommen, wie gesagt. Im Morgen das müsst ihr tun Video sprechen wir uns aber auch noch, weil wir dann ganz genau wissen, was uns in der Celebration erwartet. Ich freue mich tatsächlich drauf, Freunde. Gohan, Goku und Goten Day. Mal ein bisschen anders dieses Jahr, sag ich mal. Letztes Jahr gab es einen Global Exclusive Charakter, dieses Jahr nicht. Finde ich aber an sich nicht schlimm. Wir haben, wie gesagt, in den letzten Videos oft über Majin Vegeta und Goku geredet. Sei es in den Showcase, sei es aber auch in Banner Preview über ihre Banner. Ja, ob man für sie summonen sollte, gehen könnte, ja oder nein. Ich meine, wir werden die Tage sicherlich noch drüber sprechen, aber wenn das Banner online kommt, wenn wir wissen, okay, ob das Banner geändert wurde oder nicht, wie sieht das Banner aus, dann können wir nochmal drüber sprechen. Es wird ja auch Tickets geben, darüber spreche ich auch noch gleich, Freunde. Deswegen lasst uns auf morgen warten, aber wenn ihr schon sicher seid, dass ihr reingeht, dann wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Glück. Ansonsten, ja, gibt es auf jeden Fall noch morgen Wort zu den Bannern, wenn wir ganz genau wissen eben, was im Banner enthalten ist. Auf JP bekommt der Int Free-to-Play Raditz ein EZA. Nach seinem EZA hat er folgendes drauf. Der Low-Class Warrior gibt der Key plus 4 HP und Defense 60%, auf den Angriff 100% oder in Typus Key 3 HP, Attack und Defense 50%. Und Passive Skill technisch hat er auf den Angriff und auf die Verteidigung 80% immer. Und wenn er gegen 2 oder mehr Gegner kämpft, bekommt er Key plus 6 und weitere Attack und 60% und tut Superclass Gegner, deren Angriff und Verteidigung um minus 10% senken. Mit der Super Deck macht er Supreme Damage und Schaden gegen jeden und verringert die Verteidigung des Gegners. Als Free-to-Play-Charakter für das World Tournament ist er wirklich gut. Und mit dem Leader Skill kann man zum Beispiel auch ihn als Subleader im Battlefield benutzen für Team Bardock. Als Low-Class Warrior Sublead würde auf jeden Fall gehen, beispielsweise, so wie ich das im letzten Battlefield-Video gemacht habe. Vorerst kommt der Boy auf JP bzw. sein EZA, aber genau, ist auf jeden Fall nice, dass der Boy sein EZA bekommt. Und jetzt neue Legendary Goku Event Missionen für JP und für Global. Freunde, pro Mission bekommt man 5 Stones. Ich liebe diese Mission und ich frage mich immer und immer wieder, wieso das so lange dauert, dass sie neue Missionen dafür rausbringen. Sie warten halt immer auf so große Events in Dokkan, das finde ich schade, und dann hauen die erst Sachen raus. Wenn sie jeden Monat oder wöchentlich, oder sagst du jeden Monat ein, zwei Katrin raushauen, das wäre doch easy peasy. Da hat man monatlich eine Aktivität zu tun, außerhalb von dem, was man eh zu tun hat, sage ich mal. Battlefield und seine Fort Extremes Battle, aber das hat man in ein paar Stunden durch, sage ich mal. Deswegen freut mich es, dass Global und JP es zeitgleich bekommen, wobei bei Global wird es nur 9 Missionen geben und auf JP 10 wegen der Last Resort Kategorie, die hat es auf Global noch nicht. Aber die Missionen sind folgende, bzw. die Kategorien. Ihr müsst ja dann nämlich mit einem kompletten Team aus der Kategorie der Future Saga reingehen und das Legend Goku Event schaffen beispielsweise, dann bekommt ihr die Mission. 5 Stones ohne Tickets, gehe ich sehr stark davon aus, die Goku Summon Tickets. Jedenfalls, dann haben wir noch die Androids Kategorie, Wicked Bloodline, Time Travelers, Goku's Family, Vegeta's Family, Super Saiyans, Android Cell Saga, Kamehameha und Last Resort, wie gesagt, auf JP. Aber Global bekommt an die 9, die hier gelistet sind, das ist auf jeden Fall gut, Freunde. Das sind 45 Stones, einfach annehmen. Und je nachdem, ob man dann summt oder spart, ist es jedem selbst überlassen. Aber wie gesagt, vergiss nicht. Im Juli, 7. Monat, ist auf Global das Jubiläum. Wir haben wirklich oft drüber gesprochen, Freunde, in den Banner-Preview und so fort, was uns auf Global erwartet in den Bannern. Deswegen wisst ihr definitiv, was ihr vor Augen habt. Zum Jubiläum selbst gibt es auch eine sehr gute Anzahl an Stones. Letztes Jahr gab es auf JP an die 800 Stones im Jubiläum selbst. Aber im Jubiläum kommt auch, sag ich mal, das
Duel Dokkan Festival, LR Goita gegen LR Vegito. Dann kommt das 200 Stones Banner, wo man einen LR garantiert bekommt. Und dann kommt noch das Top Banner, Top Legend Banner mit LR Goku Black Rosé und mit Broly. Und eventuell, wie es jedes Jahr der Fall ist, kann es sein, dass nach dem Global Jubiläum auch eine Download Celebration stattfindet. Das war in den letzten Jahren immer der Fall. Deswegen, Freunde, ihr wisst Bescheid. Ihr habt die Infos vor Augen, sage ich mal. Ihr wisst, welche Banner uns noch erwarten. Das heißt, geht auf jeden Fall mit euren Stones behutsam um. Wir haben ja letztens sehr oft darüber gesprochen. Beispielsweise, wenn wir schon mal dabei sind, wir bekommen ja auch auf Global Tickets für das Duel Dokkan Festival von Goku gegen Majin Vegeta. Bisher haben schon über den Countdown-Login-Boni welche bekommen und über die Special Missions. Das waren 3 jeweils, wenn mich alles täuscht. Und ich gehe stark davon aus, dass man für einen Multi 10 braucht und in einem Multi in G-SSR garantiert ist. Und die restlichen bekommt ihr dann eben für Summon. Okay, so ist es auf Global immer. Und der 4. Multi wird kostenlos sein jeweils. Das heißt, ich weiß noch nicht, morgen wissen wir es, wenn die ersten 3 Multis vergünstigt sind, also weniger als 50 Stones jeweils kosten, dann würde ich eigentlich empfehlen, nehmt bei beiden die ersten Durchläufe mit, dann habt ihr den 4. nochmal gratis und dann könnt ihr noch mit den Tickets in Summon raushauen. Und das ist mein Plan, das werden wir eben im Stream machen. Das heißt, falls ihr euch unsicher seid, wartet auf morgen ab, dann seht ihr, wie das Ganze verlaufen wird. Und dann wurden noch neue Tickets hinzugefügt, das sind so Premium-Tickets. Diese Premium-Tickets sind ebenso für die Dokkan-Festivals von Goku und Vegeta. Und ich gehe stark davon aus, dass diese Premium-Tickets auf einen Featured-Charakter garantieren könnten pro Multi. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass diese käuflich sind durch die Pedastrophe. Das sehen wir aber erst morgen, Freunde. Und deswegen wollte ich euch nochmal kurz vor Augen halten, so was uns eigentlich auf Global erwartet. Aber Goku und Vegeta auf jeden Fall 2 sehr starke Charaktere. Gestern gab es auch ein Showcase. Ich werde mich darum bemühen, sie auch noch einzeln zu showcasen. War auf jeden Fall angefragt, sag ich mal. Vielen Dank dafür, für euer Feedback. Dann wurde auf JP noch Folgendes hinzugefügt. Schlüssel und Sticker. Es wird nämlich folgendermaßen der Fall sein, gewisse Charaktere werden ihre eigenen Sticker bekommen und ihre eigenen Equipments. Und diese Schlüssel braucht man, um ein Special Event zu spielen, damit man eben diese Equipments aus der Stage bekommt. Das ist jetzt für JP nur. Die speziellen Charaktere werden die Family Kamehameha Charaktere sein, beziehungsweise Goku ausgeschlossen, Goku Black, Gohan und Goten. Und mit diesem Schlüssel, wie gesagt, kann man das neue Event dann spielen. Und beispielsweise wird das Ganze dann folgendermaßen verlaufen. Ihre Special Equipments sind Silber Equipments und die boosten ihre Super Attack Level um weitere 4. So funktioniert das Ganze dann, wenn das online kommt, dann sehen wir uns das Ganze natürlich genau an. Shoutout an den Boy, der Markkanal macht seinen Job auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ansonsten wurde ja letztens auf JP LR Goten und Trunks, also LR Mighty Mess, in die Fusion Kategorie hinzugefügt und das ist auf Global jetzt auch der Fall. Das finde ich sehr gut, dass wenn solche Änderungen gemacht werden, ich verstehe nicht, wieso man dann auf monatelang wartet, bis auf Global kommt. Das kann man sofort updaten. Und Gohan und Goten sind bereits ab heute in der Fusion-Kategorie, Freunde. Warum nicht, nehmen wir definitiv an. Dann gab es noch eine kleine Sache. Man kann ja nämlich seit ein paar Tagen LR Barbidun Dabura aus dem Barbershop auf JP kaufen. Jedoch konnte man sie nicht im Dupe-System verwenden, weil es einen Bug gab, sag ich mal. Das wurde jetzt gefixt, das heißt, ihr könnt den Boy auf 55% bringen. Und zum Abschluss nochmal, Freunde, guck mal, auf Global befinden wir uns jetzt hier. Goku und Vegeta erscheinen, das Strength Banner erscheint, okay, Issei Zamasu haben wir schon, dann fehlt nicht mehr viel, dann kommt schon das Jubiläum, okay, auf Global fehlt noch ein Monat tatsächlich, also kann sein, dass auf Global die Banner werden 4 bis 5 Wochen online sein, die Celebration, sag ich mal, bis Anfang Juni und dann fehlen noch, sag ich mal, 3 bis 4 Wochen für das Jubiläum auf Global, weil das Jubiläum auf Global ist Anfang Juli, wie gesagt. Entweder könnten sie Beerus vorziehen, Dokkan-Fest Beerus, der auf JP nach dem Jubiläum kam, oder sie hauen irgendeine Filler-Celebration raus. Aber ob so oder so, nach den Bannern erscheinen die Jubiläen-Banner. Wir haben ein Ticket-Banner, wo wir Daily Free-to-Play raushauen konnten. Wir haben ein 5-5-Ticket-Banner, wo man einen LR garantiert bekommen hat. Und mit diesem Banner kann man auch mit 200 Stones sammeln, wo man auch einen LR garantiert bekommen hat. Aber da sprechen wir uns dann, wenn das Ganze online ist, ob da Bedarf bei ist oder nicht. Aber diese 2 Banner sind die Banner, in denen ihr eure Stones raushauen wollt. Schaut euch mal das Banner von LR Vegito an. LR Vegito, LR Gohan, LR Int Vegito, Zamasu Trunks, der ist auch brutal. Ich sehe physisch Video Blue als Trostpflaster, nehme ich das an, so ist es nicht. Also, Freunde, deswegen, klar, Goku und Vegeta kommen jetzt raus. Ich würde sagen, man kann dem Ganzen tatsächlich einen Versuch geben, wenn ihr, wie gesagt, den ersten Durchlauf mitnehmen wollt, wegen den Tickets, verstehe ich. Aber ich würde dann nicht mehr geben, um ehrlich zu sein. Da würde ich schon eher auf das Jubiläum mich konzentrieren. Auch wenn quasi LR FIFA, Goku und Vegeta dadurch auch in den Bannern erhältlich sind bei Goku und Vegeta. Man kann aber sie auch mit den Coins holen. Jeweils 500 Coins, falls ihr Coins habt für die Boys. Ansonsten, Freunde,
könnt ihr euch eure 500 Red Coins auch für LR Gohan oder Invegito aufheben, weil die dann auch erscheinen im Jubiläum im Barbershop oder Cell oder Gogeta. Aber ansonsten, ihr seht auch die Banner, Freunde, das ist insane. Dann kommt noch ein Top Legendary Banner, okay. Muss sagen, LR Rose ist ein geiler Charakter, Broly ist auch sehr einzigartig, aber jetzt so nachblickend müsste man da nicht unbedingt rein tatsächlich. Für LR Rose würde ich reingehen, bin ich auch reingegangen, ich habe mich leider nicht gezogen, aber das ist auch ein Thema für die Zukunft. Wollte euch nur am Ende noch nochmal vorzeigen, Freunde, wie kurz wir vorm Jubiläum sind tatsächlich. Also ist noch ein Katzensprung, sage ich mal. Katzensprung sind so 2 Monate, aber ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls vielen lieben Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Und wenn ihr Lust habt, wie gesagt, morgen im Stream, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wie das öfter gesagt, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.